So schaut's bei mir draußen vor dem Fenster aus. Die zwei Bäume sind meine Freunde. Ich benutze die, beziehungsweise ich betrachte sie immer gern für Achtsamkeitsübungen. Hab gerade zwei Elstern drauf sitzen sehen. Das ist morgens um 9, schätze ich. Und ja, da ging mir so durch den Kopf, dass eigentlich das ganze Leben voller Leben ist. Ob Pflanzen, ob Tiere, überall lebt es, überall gedeiht es, im Winter ein bisschen weniger, aber das geht dann im Frühling wieder los, jedes Jahr. Ab und zu sehe ich auch Menschen hier vorbeilaufen, wobei es für die Stadt Zürich ziemlich ruhig ist, mit Ausnahme des Schulhauses, ein paar Meter davon entfernt. Da gibt es auch Zeichen des Lebens. Das ganze Leben ist voller Leben. Auch der Mensch ist voller Leben. Und der Mensch betrachtet sich als separiert vom Leben, beziehungsweise separiert von seiner Umwelt. Umwelt ist auch so ein Unwort. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Die Umwelt, also alles, was uns umgibt. Wir müssen auf unsere Umwelt achten. Nein, das ist falsch. Wir müssen auf unser eigenes Dasein achten, auf unser inneres Dasein, und das repräsentiert dann auch die Umwelt. Wenn wir mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten, wenn ich mal so will, weil es meistens ja kleine Probleme sind, zugange kämen, dann würde es um uns herum auch ganz anders ausschauen. Was in unserer sogenannten Umwelt geschieht, ist nichts anderes als das, was in unserem Innern geschieht. Und potenziert auf so viele Menschen, beziehungsweise addiert auf so viele Menschen, wie es nun mal gibt auf der Welt, erzeugt das davon, in welchem Zustand sich unser Innenleben befindet. Und was daraus resultiert durch dieses in sich selber so unaufgeräumt sein, sehen wir global. Was daraus resultiert, wenn wir uns ausschließlich nach unseren Glaubenssätzen, unserem Streben und unserer Leistung und allem, was mit unserem Verstand zu tun hat, orientieren, dann kommt das heraus, was momentan ist. Eine Situation, die eigentlich äußerst bedrohlich wäre. Wenn nicht jeder Mensch für sich selber die Gewissheit haben sollte, dass auch wenn sein Leben vorbei ist, das Leben weitergeht. Dadurch, dass wir uns so unglaublich separieren von allem, was uns umgibt, gehen wir davon aus, dass wir sterblich sind. Und es ist gut möglich, dass mein Körper sterblich ist, aber das Leben als Ganzes gesehen ist Energie, wenn man so will. Und diese Energie, die verpufft nicht. Die wechselt vielleicht die Form oder kommt anders zur Geltung. Auch wir sind nur Energie. Und wenn unser Ego-Leben zu Ende ist, das, worauf wir uns so unglaublich viel einbilden und dem wir so unglaublich viel Bedeutung beimessen, dann befreit sich diese Energie. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir ein gutes Leben geführt haben, dann kann diese Energie auch in einer Frequenz, wenn man so will, entweichen, dass sie sich wieder dem Guten zuwendet. Und wenn wir voller Angst gelebt haben und die Frequenz dieser Energie die Angst repräsentiert, dann wird das auch im nächsten Leben so sein. Ich rede jetzt hier nicht von Reinkarnation, dass ich wieder auf die Welt komme und möglicherweise mich dann daran erinnere, dass ich im früheren Leben hier ein kleiner YouTuber gewesen bin oder ein Ex-Junkie, sondern ich rede davon, dass wir im Endeffekt einfach nur wissen, dass das
was wir am meisten an Bedeutung, dem Leben an Bedeutung beimessen, dass wir das nicht mitnehmen können. Und daran sollten wir uns orientieren. Wir werden alles verlieren. Unser Leben, unseren Körper, unser Geld, alles. Wir können nichts mitnehmen. Egal, ob wir zur Elite gehören, ob wir arme Schlucker sind, wir können auch unsere Krankheiten nicht mitnehmen. Wir können möglicherweise darauf achten, dass diese Frequenz der Energie, die wir aussenden, beziehungsweise die uns repräsentiert oder die wir sind, dass diese Frequenz passend ist, dass sie nicht zerstörerisch, vernichtend, böse ist. Und dann werden wir es schön haben im nächsten Leben. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Irgendwie bin ich davon überzeugt. Ich spüre das. Ich spüre das je länger, je mehr. Und zwar je länger ich von meiner Verstandesaktivität Distanz oder zu meiner Verstandesaktivität Distanz finde. Und je öfter ich das tue, umso mehr merke ich, dass da noch so viel mehr ist. Und das hat nichts mit Gewinnstreben und Materialismus zu tun. Das hat nichts mit Gier, mit Macht, mit Kontrolle zu tun, Leute. Das ist hochpathologisch. Besitz, Besitz und mehr Besitz haben wollen, ist hochpathologisch. Wann wird das die Menschheit als Ganzes denn irgendwann kapieren? Ich hoffe sehr bald, denn es ist dringend. Alles Gute.